Hallo Leute, I'm back nach langer Pause oder nach einer gewissen Pause. Ja, das war so ein bisschen hin und her. Wir waren auf Weiterbildung und deshalb hatte ich keine Zeit für große Aufnahmen. Aber heute geht es weiter. Ich muss hier mich wieder reinfinden ins Spiel, aber schauen wir mal, wie es läuft. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem wir alles geredet haben und so. Sprechen wir mal. Die Louise an. Eine liebenswerte alte Dame. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Hallo, junger Mann. Was mit dem Elefantentreiber? Was ist mit dem Elefantentreiber? Er hat am Freitag meine Enkelin verführt. Also, zumindest glaube ich das. Sie waren betrunken und die ganze Nacht zusammen. Das kann ja wohl nur eins bedeuten. Die ganze Nacht? Ja. Bis in den frühen Morgen. Ich habe sie lachen und singen gehört. Scheint mir ein ungünstiger Zeitpunkt zum Einmischen. Sie verstehen offensichtlich nicht die Tragweite der Ereignisse. Die Hochzeit muss gelingen. Tja, muss sie. Dann reden wir mal ein bisschen gleich mit dem Elefantentreiber. Rein. Die haben bestimmt Papierflieger gebastelt. Hä? Rein, komm, Jack, ein bisschen schneller. Du bist so langsam. Ist er weg oder was? Ah, der ist weg. Mei, ich bin so völlig verpeilt hier. Leute. Oh, hier, Flugblatt. Da steht, nächste Vorlesung selbstgeschriebener Gedichte, Montag, 12 Uhr beim Metzger. Das nehme ich mal mit. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich letztens hat der Metzger ja Er hat einen gedichtet. Handfesten historisch Wert. Und den nageln wir mal ein bisschen fest, den Metzger, ja? Warte mal, reden wir mal mit dem hier. Na, na, na. Wie Honigmilch ist deine Haut? Ach, wärst du doch schon meine Braut. Huch! Ach, du bist es. Heute im Angebot. Blutwurst. Die Combo war gut, ne? Schönes Gedicht. So. Ich habe schon wieder ein Gedicht gehört. Ich habe da doch schon wieder ein Gedicht gehört. Gar nichts hast du gehört. Zeit zum Ohrenwaschen. Ich kann dir dabei behilflich sein, wenn es sein muss. Ach, wie nett. Ich finde schon heraus. Ich finde schon noch heraus, was dein Geheimnis ist. Mein Geheimrezept zumindest ist Leberpastete. Hinfort mit dir, Naseweiß. Tja, jetzt nehmen wir das Gedicht. Da steht, nächste Vorlesung klar. Selbstgeschriebener Gedichte. Und jetzt. Montag. Jetzt schnapp na, was na? Was willst du mit dem Zettel? Bei dir gibt's wohl Vorlesungen selbstgeschriebener Gedichte. So ein Unsinn. Das haben irgendwelche Schmierfinken aufgehängt. Ich bin ein knallharter Metzger. Ich glaube eher, dass du ein heimlicher Dichter bist. Ich glaube eher, dass du ein heimlicher Dichter bist. Also gut. Hin und wieder rutscht mir mal eine Zeile raus. Kann halt nichts dagegen tun. Was dagegen? Tja, das werden wir mal ausnutzen hier. Also ich finde ja bewundernswert, hey, was werden die anderen wohl sagen, wenn sie es herausfinden? Genau, weil der schuldet uns dann was. Hey! Was werden die anderen wohl sagen, wenn sie es herausfinden? Oh, du willst es doch nicht etwa den anderen erzählen. Aber sicher, dein Ruf als fieser Metzger, wenn ich es mir überlege, der Ruf. Aber sicher, und dein Ruf als fieser Metzger wäre ruiniert. Oh, bitte sag es niemand. Was ist dir meine Verschwiegenheit wert? Schon gut, ich werde schweigen wie ein halbes Hähnchen. Hä? Das habe ich ja noch nie gehört. Okay, schweigen. Was ist dir meine Verschwiegenheit denn wert? Ich habe wohl keine Wahl. Du hast mich in der Hand. Ich darf doch meinen Ruf nicht verlieren. Also, wenn du mal was brauchst, dann komm halt zu mir. Ich werde dir dann helfen. Mehr habe ich leider nicht anzubieten. Mehr hast du auch gar nicht verdient, Schurke. Gut, dann schuldet er uns was. Das ist schon mal gut. Dann rennen wir mal hier rüber, hier durch, dadurch, Mr. Gopesch. Hallo, Signore.
Der Einkaufsladen hat noch nicht geöffnet. Es ist noch zu früh, du verstehst. Ich verstehe nicht ganz. Ich verstehe nicht ganz. Dio mio, ich bin ein Geschäftsmann, Signore. Sie sind ein italienischer Geschäftsmann. Ich bin Inder. Aber ich arbeite mit italienischen Methoden. Genauer mit sizilianischen Methoden, du verstehst. Ah, jetzt habe ich verstanden. Oder? Ja, mache ich das mit verstanden. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Wirklich? Nein. Stronzo, ich bin die Familie. Stronzo. Die heimliche Autorität dieses Dorfes. Meinst etwa die Mafia? Bist du in eine Hochzeitsgeschichte verwickelt? Meinst du die Mafia? Meinst du etwa die Mafia? Die schrecklich berüchtigte Tooth Island Mafia, ganz genau. Habe ich noch nie davon gehört. Wie viele seid ihr in der Mafia? Wie viele seid ihr denn in eurer Mafia? Also ich und... Tja, ach, was geht dich das an? Besser für dich, du weißt es gar nicht. Dann wollte ich nur einkaufen. Ich wollte eigentlich nur etwas einkaufen. Wie gesagt, die Zeit ist noch nicht reif, du verstehst. Jut, dann düsen wir mal weiter. So, da haben wir den schon mal... Hä? Der will nicht laufen. Weg. Lauf. So, jetzt haben wir hier diese Besitzurkunde. Der Besitzer hat Anspruch auf einen gewissen Besitz. Aber sehr konkret wird die Urkunde nicht. Und wir wollen erklären, wem dieser Besitz gehört oder was das jetzt ist. Und diese Rupie ist ja dafür zuständig. Genau. Die zuckt nicht mal mit der Augenbraue, wenn's hart auf hart kommt. Reden wir mal und geben wir ihr am besten die Urkunde. Ich habe hier eine Besitzurkunde. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ihr Geld ist gut angelegt. Hier ist der Schlüssel zu Ihrem Traumhaus im grünen Viertel. Wow, ich bin Hausbesitzer. Ich wäre zwar lieber ein Schiffsbesitzer, aber wer weiß, was für ein Prachtstück mich erwartet. Genießen Sie es. Ja, und ich muss mal fragen, wo dieses grüne Viertel ist. Das Haus? Ja, genau. Wo befindet sich das Haus? Wo befindet sich nochmal das Haus, für das ich den Schlüssel habe? In unserem grünen Viertel. Wir nennen es auch liebevoll den Sumpf. Oha. Was erwartet mich da? Ja, aber du wusstest ja diesen seltsamen Ende. Ja, vorbeigelaufen schon mal. Sieht recht sumpfig aus, ne? Frösche und so. Und ja, das ist das Haus hier, wahrscheinlich. Anderes gibt's hier ja nicht. Ein Schlüsselloch. Und das ist sogar ein Schlüsselloch. Dann rein mit dem Schlüssel. Nummer 3. Hey, das Ding ist ja nur Schrott. Tja. Sieht mir ein wenig baufällig aus. Ein Schlüsselloch. Tja. Sofort zurück. Reklamieren müssen wir hier. Das ist ja kein Zustand. Was erlauben die sich hier? Oh, so weit wollte ich nicht laufen. Habe ich mich jetzt gebeamt oder was? So, reden wir mal. Das Haus ist eine Ruine. Das Haus ist eine Ruine. Ruine ist wohl ein wenig übertrieben. Es ist kaputt. Es ist kaputt? Tja, es ist ein schnelllebiges Geschäft. Nichts zu ändern. Sie haben gesagt, sein Traumhaus. Wert der Immobilie verzehnfachen. Sie haben gesagt, der Wert der Immobilien werde sich verzehnfachen. Ja, im Allgemeinen sind unsere Kunden sehr zufrieden. Kleine Ausreißer sind immer dabei. Sie haben eben Pech gehabt. Aber na gut, ich werde Ihnen entgegenkommen. Ich kaufe Ihnen das Haus wieder ab. Unter Berücksichtigung des Wertverfalls seit dem letzten Verkauf wäre das 10 Pfund und 1 Schilling. Na, klasse. Was?
10 Pfund und 1 Schilling sind damit alles, was von meiner Belohnung übrig geblieben ist? Von was für einer Belohnung Sie auch immer sprechen. Ich vermute, die Antwort lautet ja. Verdammt. Hey. Tja, tja. Da hat Jack wohl Pech gehabt, ne? Immobiliengeschäft ist nichts für ihn, ne? Hat er sein Boot umsonst geopfert, ne? Ja gut, dieser nette Engländer, Montgomery...